Freunde, willkommen zu diesem Video. Es gibt Neuigkeiten, denn es gibt jetzt demnächst ein neues Paket in Fortnite mit V-Bucks. Und das ist richtig interessant, denn das lohnt sich extrem. Warum und wie das Ganze aussieht, das gucken wir uns mal in diesem Video an. Übrigens, Freunde, vielleicht habt ihr schon gesehen, das ultimative Abrechnungspaket ist jetzt wieder im Shop verfügbar. Können wir uns mal angucken. Das kommt ja nur so einmal im Jahr rein, zu Halloween. Also falls ihr irgendwie Bock auf Halloween-Skins habt, guckt auf jeden Fall in den Itemshop rein, gönnt euch das und wir gucken mal kurz hier rein. Das Ganze 15 Euro, geht auf jeden Fall mega, mega klar für diesen Preis, weil ihr bekommt einfach drei Skins, sogar der eine hier noch in mehreren Stilen, sehr, sehr nice, ich denke mal, ihr kennt die schon, kam letztes Halloween rein, aber wollte ich euch nochmal kurz zeigen, mit den Rückenaccessoires hier, auf jeden Fall sehr nice, der ist auch richtig heftig hier und ja, das preis-leistungsmäßig auf jeden Fall zu empfehlen. 15 Euro hier, das sind ja umgerechnet irgendwie 1700 V-Bucks, die ihr hier bezahlen müsst für drei Skins, inklusive Rucksäcke und das geht auf jeden Fall klar. Ich glaube, die Spitzhacken dazu gibt es auch, ich meine, das sind nämlich die hier und ja, falls ihr da was haben wollt, greift zu. Ansonsten war es das erstmal zu dem Itemshop, kurze Info nur für euch, falls ihr irgendwie Halloween-Skins haben wollt und dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt weiter zu dem neuen Paket in Fortnite. Dafür gehe ich nämlich einmal auf Twitter, FireMonkey hatte das rausgehauen, das ist nämlich das neue Fortnite-Paket, was jetzt reinkommen wird. Wann das reinkommen wird, das kommt mit dem neuen Update 18.2, das ist am 19.10. Die meisten schreiben bei Twitter hier, das kommt am 18.10., er hat es glaube ich auch geschrieben, aber das ist natürlich dann hier Eastern Time, von denen hier 18. Oktober, 8 Uhr PM Eastern Time, ist bei uns einfach 19. Oktober, ich glaube 10 Uhr morgens und ja, so sieht das Paket aus. Ist richtig heftig, ist neuer Friedhofs-Drift, also Graveyard-Drift, Quest-Pack nennt sich das Ganze auch. Skin an sich, sehr, sehr heftig. Was interessant ist, sind die V-Bucks, die noch dabei sind, weil ihr bekommt noch einfach 2000 V-Bucks hier dabei. Und wenn wir mal gucken, im Spiel, wenn wir bei V-Bucks gucken, es kosten ja allein schon 1000 V-Bucks, kosten ja schon 8 Euro. Wenn ihr euch jetzt also einfach 2000 V-Bucks so kaufen würdet, würdet ihr 16 Euro bezahlen und mit diesem Paket bekommt ihr die halt viel, viel günstiger, weil das Paket soll 16 Dollar kosten. 16 Dollar umgerechnet sind circa 14 Euro. Ich bin mal gespannt, wie die den Umrechnungskurs setzen, ob es dann 14 Euro kostet oder vielleicht auch 15, vielleicht auch 13, bin ich mal gespannt. Steht noch nicht aktuell fest. Und ja, das ist auf jeden Fall das neue Paket. Die V-Bucks schaltet ihr dann natürlich mit Aufgaben frei. Müsst ihr wahrscheinlich einfach wieder irgendwie ungewöhnliche Aufgaben machen, steht auch aktuell noch nicht fest. Und das dazu. Eine Info noch, und zwar, woher ist das? Das Ganze hat Epic Games aus Versehen, als der Itemshop resettet worden ist, haben die das aus Versehen in den Epic Games Store online gesetzt hier für 15,99 $. Da steht auch Release Date 8. Oktober. Also das war quasi auch wieder heute Nacht dann, als das passiert ist und haben das dann aber direkt rausgenommen. Jeder übrigens, der sich das schon gekauft hatte, hat nichts bekommen. Also falls ihr dabei seid, euch das gekauft habt, ihr habt nichts bekommen, wundert euch nicht. Das Ganze bekommt ihr wirklich erst dann am 19. Oktober wirklich gut geschrieben aufs Fortnite-Konto, dass ihr den Skin zocken könnt und dann auch die V-Bucks bekommt. Ja, das auch dazu, das die Infos und wenn euch das Ganze geholfen hat, gefallen, gerne Like da lassen, gerne Abo da lassen. Bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.